wollen heute Galaterbrief, Kapitel 4, Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 19. Ich erwarte, dass wir heute nicht so viel Zeit verbringen im Wort. Ich kann überrascht sein. Wir wollen sehen die Gebete von Paulus und ein anderes Bruder auch, wie er gebetet hat. Galater Kapitel 4, Vers 19. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehe leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Hier redet Paulus über die Geschwister in Galatien. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehe leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Kann jemand mir kurz sagen, was er oder sie darunter verstanden hat? Paulus sagt, okay, ich weiß, wollte so, geistliche Kinder, super. Und was heißt Geburtswehe? Paulus war keine Frau. Ich denke, der war ein Mann, ja? Ein Durchbruch gibt, bis er Klick gemacht hat, was sagst du? Er hat es schon mal gemacht, der macht es nochmal. Ja? Es ist anstrengend. Klingt anstrengend, auf alle Fälle. Ich weiß, wie es im Kreissaal ist. Du bist toll. Du bist, ich weiß, im Geburtswehe ist nicht, wo du magst das nicht, während Kaffee trinken und Kuchen essen. Paulus, bestimmt niemand zweifelt mit mir, hier redet er von Gebet. Paulus sagte, ihr Galater, am Anfang, ich habe Durchbruch im Gebet gehabt, ihr seid Christen geworden. Aber mein Gebet endet nicht da. Mein Gebet geht weiter, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Und es ist keine Wishy-Washy-Gebete, die ich gebetet habe. Es ist Gebot, wie ich leide darunter. Es ist ein Gebet mit Schmerzen. Es ist ein hartes Gebet. Und ich will, dass wir sehen, was Gebet machen kann. Paulus betet für die Gemeinde und damit Christus Gestalt annimmt. Was heißt, dass Christus in den Gestalt annimmt? Was denkst du, was das bedeutet? Dass Christus in der Gemeinde Gestalt annimmt, ja? Dass man von der Charakter und Einstellung Jesus ähnlicher wird. Wunderbar. Ich sage einfach, dass Jesus in mir lebt. Ich fing an, wie Jesus zu sehen. Ich fing an, wie Jesus zu reden. Ich fange an, wie Jesus zu riechen. Ich fange an, wie Jesus zu laufen. Man schaut mein Leben und man sagt mir, wow, du lebst genau wie Christus. Eigentlich, das A und O unser christliches Leben ist, dass Gott lebt durch uns. Ich warte, ich werde mir im Zoom-Konferenz davon erzählen. Der Kampf, der größte Kampf ist nicht in Irak oder Syrien. Der größte Kampf geht um dich und deinen Körper. Satan will deinen Körper benutzen, Gott will deinen Körper benutzen. Verstehst du mich? Und wer Gestalt in dir annimmt, ist derjenige, der dadurch lebt. Was Dämonen machen, ist, sie wollen leben, aber Dämonen haben keine Flaschen Blut. So, sie brauchen dich und mich zu tun, was sie leben. So, Dämon, die lügt, wenn dieser Dämon Gestalt in mir nimmt, ich werde Profi Lügner sein. Eine Dämon, die klaut, wenn der Dämon in mir Gestalt annimmt, ich werde klauen, bis Jesus kommt.
And a demon, the murder, the murdered, the tötet. Umgekehrt, wenn Jesus Gestalt in mir nimmt, man sieht nur die Liebe und wahre Leben. Und Paulus sagt aber, ein Weg, um das zu erreichen, war, dass ich in Geburtswehe des Gebets gehe und ist da geblieben. Ich sage euch etwas über Christa. Ich durfte dreimal besuchen, ich meine, als Zuschauer, Beobachter. Die Frau presst, bis das Kind kommt. Du sagst nicht, ah, ich habe schon 2 Stunden gemacht, es reicht, ich gehe nach Hause. Nein. Du bleibst dabei, bis du na, na, na hört. Das heißt, wenn es darum geht, diese Ultimat, diese alles Wichtigste Erlebnis im Leben eines Christens, das alles Wichtigste Erlebnis in einer Gemeinde, man bleibt dabei, man schwitzt dabei, man schreit dabei, man kämpft dabei, bis es geschieht. Und wenn Christus in mir Gestalt annimmt, ich muss dir nicht sagen, du wirst wissen. Weißt du, diese Geschichte, ich bin ein Christ. Du musst nicht sagen, dass du Christ bist. Man soll es sehen. Wenn du immer dich vorstellen musst, dass du Christ bist, irgendwas stimmt nicht. Weißt du, ich bin ein Pastor. Du musst nicht sagen. Man muss es sehen. Wenn du das immer sagen musst, etwas stimmt nicht. Die Bibel sagt mir in Apostelgeschichte, in Antiochia, dass die Bevölkerung haben die Jünger geschaut und man hat sie Christen genannt. Warum? Sie predigen Christus, sie leben wie Christus. Ihr seid Christen, Christus schön. Und es soll so sein. Aber ich will euch einfach etwas zeigen, dass es gibt Dinge, die nie geschehen werden, es sei denn, wir besuchen Kreissaal des Gebets. Es gibt Dinge, die wir niemals erleben werden in unserem geistlichen Leben, es sei denn, wir besuchen Kreissaal des Gebets. Was meine ich mit Kreissaal des Gebets? Es gibt Gebete und es gibt Gebete. Es gibt Gebete, die Kuchengebete, Kaffeegebete. Ganz kurz und knackig. Ganz kurz. Aber es gibt Gebete, die um Leben und Tod geht. Und das Gebet ist, was Paulus gemacht hat. Er ist im Gebet geblieben, bis Gemeinde entstanden ist in Galater. Und er ist im Gebet weiter geblieben, nochmal, bis Christus Gestalt annimmt. Aber das ist ein Mann, der für jemand anders betete. Ich denke, so ein Mensch konnte wir uns auch wünschen in dieser Gemeinde. Also wir gehen, gucken, essen, Kaffee trinken und Paulus betet für uns, bis Christus in uns Gestalt annimmt. Das wäre nicht schlecht, oder? Lass uns einen anderen Mann betrachten in Kolosserbrief, Kapitel 4. Kolosser, Kapitel 4. Ich glaube, Vers 12. Kolosser 4, 12. Es grüßt euch Epaphras, der eine, der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Das ist Christus Gestalt in uns nehmen. So, es gab diesen Mann. Epaphras. Die Bibel sagt, er stand im Gebet alle Zeit und kämpfte. Wie kann man im Gebet kämpfen? So, es ist nicht normales Gebet. Wer hat schon mal gekämpft? Ich meine, als Jugendlicher, Kinder. Normale Kämpfe mit Schwester und Bruder und der Schüler auf dem Spielplatz. Ich weiß nicht, nachdem bist du müde. Nachdem, ich habe nur einmal gekämpft. Richtig gekämpft, nur einmal, nur zweimal. Und die beiden Male waren nicht gut für mich. Beide Male waren nicht gut für mich. Erstes Mal hat der Typ mich so verprügelt, dass Blut aus meinem Mund rauskam. Zweite Mal, ich wurde am Kopf gehauen mit Eisen und der abgehauen.
Das ist ein Kaffeestack. Aber ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen kann. Die Gebete, die dauerhaft Erfüllung bringt in unserem Leben, ist ein Gebet mit Geburtswehe und mit Kampf. Es ist nicht ein Gebet, das man macht kurz vor Sendung. Weil so Sendung kommt 8.15 Uhr. Und du hörst ARD, wie heißt das Ding, aktuell, wie heißt diese Fernseher, 20 Uhr. Tagesschau, ja. Und weil Tagesschau geht noch 15 Minuten. Und, da, und zwischen Tagesschau und Film, es gibt eine kleine Werbung. Bitte so schnell. Davon reden wir nicht. Nicht diese Gebete, die du sprichst, wenn du schlafen gehst. Schon Zähne geputzt, Schlafklamotten angezogen, du liegst im Bett, Alarm gemacht und sagst, oh, himmlischer Vater, danke für diesen Tag. Puff. Sogar beim Beten bist du eingeschlafen. Davon rede ich nicht. Weil ich habe noch nie eine Frau gesehen, die im Kreissaal eingeschlafen ist. Die Frau schwitzt. Die Frau presst. Warum? Die Frau hat etwas in sich, was sie rausbringen will. Die Frau hat etwas in sich, was sie rausbringen will. Epaphras hat Folgendes, was er sehen wollte. Nummer eins, eine feste Stehung, dass die Gemeinde fest bleibt. Er hat das im Kopf, er hat das im Bild. Und Nummer zwei, dass die Gemeinde vollkommen wird, reif wird. Er konnte das sehen. Nummer drei, dass die Gemeinde in die Fülle gebracht wird, in allen. Geistliche, seelische, körperliche, materielle. Und Nummer drei, besonders, dass die Gemeinde in der Willen Gottes wandert. Er hat das vor Augen. Und er bleibt dabei und kämpft. Warum kämpft er? Gefühle werden gegen dich reden. Ist es dir schon mal vorgefallen? Du sagst dir jetzt, ich will beten. Halleluja, Vater. Und da sofort klingelt dein Telefon. Oder jetzt will ich beten. Und du schaust in die Küche und du siehst die Teller, die du schnell abwaschen sollst. Jetzt will ich beten. Und es fällt dir ein, was du noch machen musst. Das ist ein Teil der Kämpfe, die wir kämpfen müssen. Der Nummer zwei. Du gehst auf das Knie. Ich gehe nicht mehr auf das Knie zu beten. Es ist gefährlich. Am Bett, auf das Knie. Weißt du? Du kniest am Bett und du betest. Ich mache das nicht mehr. Ich laufe herum, wenn ich bete. Du willst beten und du sagst ein Wort, Vater, im Jesu Namen. Aber du musst kämpfen. Dieser Kampf ist, dein Körper will nicht machen. Dein Körper will Eis essen. Dein Körper will Fernseher schauen. Dein Körper will sich ausruhen. Dein Körper will die Wohnung putzen, sauber machen. Weil es kommt ein Gast in deinem Tag. Und du musst noch putzen, alles machen. Dein Körper sagt dir, du kannst nicht beten. Aber du musst sagen, nein, es ist Kampf. Ich muss beten. Warum? Ich will das und das und das sehen. Nun, ich werde das hier heute jetzt umdrehen. Paulus und Epaphras haben für die Gemeinde gebetet. Wenn die Gebete dieser beiden Männer funktionieren kann für die Gemeinde, für viel mehr dein Gebet für dein Leben. Verstehst du mich? Und das genau, das ist das Ziel dieser Gemeinde. Dich dazu zu bewegen, im Kreislauf des Gebets zu gehen und das zu gebären, wovon du deine Vision. Nummer eins, das heißt, du musst eine Vision haben. Wie willst du sein geistlich? Was willst du in deinem Leben geistlich? Was willst du in deinem Leben als Christen? Ich rede nicht mal von materiellen Dingen. Hier geht es nicht um materielle Dinge, bitte. Es geht um dein geistliches Leben, wie du stehst im Geist. Was willst du sehen? Willst du nur ein Christ sein, der von Sonntag zu Sonntag lebst? Oder willst du ein Christ sein, der Erfüllung hat, der eine Vision hat, der weiß, was er sein will im Glauben? So, da muss diese Schwangerschaft da geben. Du musst schwanger sein. Und wir wissen alle, wie es natürlich ist. Ein Mann macht eine Frau schwanger. Ich denke, ich kenne Biologie ein bisschen. Ich sage das nicht. In der Schule
Bei der biologischen Prüfung oder bei der Reputation ab, dann habe ich noch Fragen beantworten können. Die andere weiß ich nicht. Und ich schäme mich nicht. Chemie, null. Physik, null. Biologie, auch vielleicht 2 oder 5. Das heißt, wie kann ich schwanger werden? Siehst du, die gute Sache mit moderner Welt ist, es gibt diese, wenn man kann das Kind im Bauch sehen, wie MRT oder wie heißt das Ding? Ultraschall. Eine Frau ist schwanger, aber man kann das Kind sehen. Ich habe bei meinem Kind diese 3D, also 3D, diese 3D-Bild. Man kann die Nase sehen. Ich habe schon bei Elena Wissen gesehen. Das heißt, wenn Papa dich schwanger macht durch das Wort Gottes, du fängst an zu sehen, was du sein sollst. Du fängst an davon zu träumen, was du sein sollst. Du willst jemand sein, der pünktlich zum Gottesdienst kommt. Du träumst davon. Du willst jemand sein, der Liebe ausgibst. Du träumst davon. Und weil du das geträumt hast und du kannst das sehen und es wird langsam wahr wird in deinem Denken, in deinem Geist und du fängst an zu beten. Und in diesem Beten bringst du das raus. Ich habe ein Zeugnis. Ich habe mehrere Zeugnisse, aber ihr kennt meine Geschichte. Ich war sehr, sehr geizig. Oberguru geizig. Ich war geiziger als Geiz. Und ich habe mal angefangen zu lernen, zu geben. Und Gott fing an mich zu arbeiten. Und an diesem Tag, bei dieser Veranstaltung, wir haben gebetet, Gott, mach mich zu einem verrückten Geber. Make me a dangerous giver. Oh, dangerous war das als Gebet. Make me a dangerous giver. Das ist ein verrückter Geber. Und wir haben Abraham als Beispiel genommen. So ein Geber gibt es nicht. Jemand, der bereit ist, seinen Sohn zu geben. Und ich weiß noch, ich habe heftig am nächsten Tag gebetet. Ich habe mit aller Kraft gebetet. Weil ich weiß, was für ein Segen es gibt, wenn ich ein Geber werde. Denn durch Geben empfangen wir. Nach dieser Veranstaltung, mehr als 50.000 Leute, und wir gehen alle raus. Und da kam ein junger Mann Richtung mir. Weißt du, der lächelt mich an. Tausend von Leuten sind da. Und ich frage mich, kennt er mich? Und er kam zu mir. Und er sagte, er hatte eine Frage oder ein Problem. Und er erzählte mir sein Problem. Und er brauchte Hilfe. In dem Wert von 100 Euro. Und da kam eine Freude in mir. Dafür habe ich gerade gebetet. Und ich konnte mit Freude, Modana, jemandem, den ich nicht kannte, 100 Euro schenken. Und ich freue mich bis morgen. Was ist passiert? Ich habe durch Gebet Durchbruch bekommen. Und jetzt, vorher, ein Erdnuss, geht von mir nicht weg. Kennt ein Nuss, Erdnuss? Ich? Damals in der Schule, als wir noch doof und dumm waren, man hat Freundin, aber meine Freundin bekommt nie von mir. Ich will nur von ihr was bekommen. Damals, ich war der Schule-Torwart. Okay, heißt diese junge Dame. Ich wünschte, ich konnte sie sehen und mich bei ihr entschuldigen. Sie war so wunderbar. Ich glaube, sie hat mich geliebt. Sie hat mein Essen gekocht für mich. Andere Jungs waren neidisch auf mich. Immer Essen gebracht, immer mir Dinge, Cola gegeben, immer Reis gekocht und immer. Und eines Tages, sie kam zu mir. Später habe ich herausgefunden, es war ein Test. Weil alle haben ihm eher gesagt, Pascal, gib nie raus. Sie sagte, hast du mal ein Naira? Ein Naira ist nicht ein Cent. Aber ich habe diese Lüge mir, ich gebe kein Mädchen was. Ich sage, hast du eine? Ich habe nicht. Das war das letzte Mal, dass ich mit dir geredet habe, bis heute. Ich habe ein wunderbares Essen verloren. Danach habe ich gewusst, was ich verloren habe, in einer Freundin. Aber weil ich nicht gebe. Später habe ich mitbekommen, dass die Freundinnen haben ihr gesagt, Pascal, gib nie. So, ich will, dass ihr wisst, woher ich komme, Astrid. Und ich kann heute stehen jetzt. Und ich durfte 96 jemand mein Autoschlüssel geben und schenken. Honda Accord.
geschenkt. Warum? Weil Gott das bei mir Durchbruch gegeben hat. Du bist Zeugnis. Geben ist kein Problem mehr für mich. Aber es gab diese Geburt für jeden Tag. Weil ich habe gesehen, was ich zu gewinnen habe, wenn ich gebe. Der Segen Israel heute, es ist aufgrund Abrahams Geben. Aufgrund Abrahams Geben war der Segen Israel, das habe ich gesehen. Gott sagte, Gott schaute herum auf den Berg Moria und sagte, Abraham, in Segnen, ich segne dich. Gott schwor bei sich, du hast mir deinen Sohn gegeben, Abraham, ich segne dich. Ihr kennt die Geschichte meines Mentors. Gott sagte ihm, gib dein Auto weg. Und er hat sein einziges Auto, alles was er hatte, verschenkt. Und Gott sagte ihm, David, mein Sohn, auch wenn du nicht reich sein willst, zu spät. Das sind die Dinge, die ich gesehen habe. Und ich sage euch, ich weiß, wie viele Dinge, die Gott in meinem Leben tut, weil ich angefangen habe zu segnen. So, was sind die Dinge in deinem Leben, was du sehen willst? Geh ins Gebet. Geh ins Gebet. Geh ins Gebet. Geh ins Gebet. Bleibe im Gebet. Durch Gebet können wir Dinge rausgeboren oder gebären in unserem Leben. Aber die Sache ist, wovon bist du schwanger? Wovon? Was willst du sehen in deinem Leben? Oder du bist nur Follow-Follow. Wisst ihr, was Follow-Follow heißt? Du folgst nur. Dieser Prediger predigt dies, du folgst. Dieser Prediger predigt dies, du folgst. Du hast nicht, du lässt Gott dich nicht schwanger machen. Geh in die Bibel, höre ein Predigt und lass Gott zu dir reden. Und sehe Eigenschaften, was Gott in dir sehen will. Und geh ins Gebet. Hände auflegen bringt das nicht. Salböl bringt das nicht. Es ist Charaktersache. Verstehst du mich? So, Salböl, Opfer geben, du musst im Kreissaal das Gebet gehen und Durchbruch haben im Gebet. Noch ein anderes Beispiel über die Liebe. Ich habe das auch gelernt, zu lieben. Und daran arbeite ich noch. Bei der Liebe, da habe ich noch mehr zu erleben. Aber ich habe ein paar Beispiele gesammelt. Ich habe euch diese Geschichte erzählt. Ich fing dann damals jeden Tag 15 Minuten für die Liebe zu beten und bekennt, dass ich alle Menschen liebe. So, jeden Morgen 15 Minuten, ich bekenne, ich liebe Straßenbahnfahrer, ich liebe Busfahrer, ich liebe alle Leute auf der Straße, ich liebe die Bäckerei, Leute in der Bäckerei, ich liebe Arbeitskollegen, ich liebe die Schüler und Schüler, ich bekenne das immer und immer und immer. Und diesem Tag, ich fahre ruhig zur Arbeit auf meinem Fahrrad, auf der Anglerstraße, bei der Maschnerstraße. Auf den Fahrerspuren, ich bin nicht zu schnell gefahren. Ja, ich hätte gesagt, ich bin nicht auffällig, aber meine Farbe ist manchmal auffällig. Und da kamen diese drei Jungs oder zwei Jungs und haben Bier auf mich gegossen. Wuh. Und ich war überrascht, wie ich reagiert habe, Silvia. Ich war geschockt, weil normalerweise, ich würde mein Fahrrad packen und denen zeigen, dass ich aus Nigeria komme. Normal, ich hasse Ungerechtigkeit. Normalerweise, ich werde mein Fahrrad parken. Sie sind betrunken, so ich werde sie umhauen. Und ich werde ihnen zeigen, ich komme aus Nigeria. Aber ich war überrascht, dass ich einfach gehe. Dann kommt die zweite Sache. Da war ich in Brandenburg. Ich war noch damals mit einem Musikteam. Wir wollen ein Konzert machen. Und diese Musikgruppe, wir sind drei Leute. Und während unser Konzert, ich habe immer 15 Minuten etwas über den Glauben zu reden. So kurz vor Konzertanfang bin ich in einem Garten gegangen, einfach dort zu meditieren, einfach von dem ganzen Stress von Übung, von der Soundcheck, mich auszuruhen. Und ich war bei einer Brücke, das Wasser hinter mir. Ich weiß nicht, warum ich diese Jungs nicht gesehen habe. Plötzlich waren drei originale Skinheads von mir. Ich meine, mit ihrer Boots, ihrer Stiefel, mit ihrer Jeanshose, mit ihrer Bomberjacke, mit Glatzkopf. Richtige, originale Skinheads stand vor mir und schimpfte mich an. Und ich schaute hinter mir, mein Gott, Wasser, und ich kann nicht schwimmen. Wenn ich schwimmen konnte, ich würde reinspringen. Aber ohne zu wissen,
Ich habe gesagt, ich liebe euch. Es klingt krass, aber das ist, was ich habe. Und sie sind weggelaufen. Als sie weg waren, ich bin weggelaufen. Aber weil ich diesen Durchbruch bei der Liebe habe, ich sage, ich liebe euch. Nimm dir etwas, Silvia. Was willst du sein? Bleibe dabei. Schreie zu Gott. Bitte dafür. Und nimm diese Bibelstelle von Petrus und Epaphras. Paulus hat das geschafft. Bei anderen Leuten. Ich muss das bei mir schaffen. Warte nicht auf deinen Pastor, weil dein Pastor hat auch sein eigenes Problem. Verstehst du mich? Wie Paulus das geschafft hat, weiß ich nicht. Ich bin nicht Paulus. Ich brauche mein eigenes Gebet. Warte nicht auf deinen Hauskreisleiter. Er hat doch oder sie hat doch ihr eigenes Problem. So, meine Aufgabe ist, dir beizubringen, wie du selber erleben kannst. Liebe, Gebet verändert das Leben. Und auch dein Gebet verändert dein Leben. Dein Gebet verändert dein Leben. Dein Gebet. Ich hoffe, dass sowas nicht nach Deutschland kommt. Ich hoffe so sehr. Aber wenn es so weitergeht, was ich heute sehe, es wird weiterkommen, weil ich kenne das aus Nigeria. Manche Leute machen Geschäft mit Gebete. Sie heißen manchmal Gebetdienst, Gebethaus. Du kommst mit Gebetsanliegen und gemäß deinem Problem, sie geben dir eine Rechnung. Wahre Geschichte. Wenn du willst, dass wir fasten, dann kostet es so viel. Und warum gehen Leute dorthin? Weil sie faul sind. Sie wollen nicht beten. Es ist so einfach. Ich komme zu dir, ich gebe dir meine Anliegen, ich bezahle und ich gehe feiern. Und du betest. Soll ich euch etwas sagen, was schade ist? Manche haben Zeugnisse. Darum gehen Leute immer weiterhin. Aber frag mich nicht, wo diese Zeugnisse herkommen. Frag mich nicht, Moderna, weil Satan kann lügen. Verstehst du mich? Aber ich will lieber direkt zu dem Meister gehen. Und ich will lieber im Kreißsaal gehen. Diese Schwangerschaft habe ich von ihm bekommen. Ich habe gesehen in der Bibel, was ich sein soll. Ich habe gesehen in der Bibel, was er über mich sagt. Und ich schaue mein Leben, es ist nicht so. Und ich melde mich im Kreißsaal. Und ich fange an zu beten, zu beten, zu beten, zu beten, zu beten, bis es geschieht. Lukas 18, 1 bis 8. Jesus sagte, und die Bibel sagt mir, und er gab ihnen dieses Gleichnis, um zu zeigen, dass der Mensch immer beten soll und nicht versagen. Immer beten soll und nicht versagen. Viele haben versagt und die lassen den Pastor für die beten. Und viele Pastoren beten und beten und beten und vergessen ihr eigenes Leben. Ich werde jetzt ja stoppen. Wir werden suchen und ich werde dich bitten, lass Gott dir zeigen, wie du sein sollst aus der Bibel. Lass Gott dir zeigen, was er in deinem Leben sehen will in der Bibel. Lass Gott dir zeigen, was es heißt, dass Christus in dir Gestalt annimmt. Sehe es. Glaube es. Gott will, dass ich heilig werde. Glaube es. Gott will, dass ich heilig werde. Und fing an, dort zu beten. Fing an, dabei zu beten. Gott will, dass ich liebe. Gott will, dass ich vergebe. Fing an, dafür zu beten. Ich kann bis morgen erzählen, wie Stück für Stück ich erkenne, dass ich Durchbruch durch Gebet habe. Bei mir gibt es noch Milliarden, was ich erleben muss. Aber ich sage dir, Gott will dich befreien von Pastor und Gemeinde. Er will dich verbinden mit sich. Lass mich das Wort sagen als Letzte, falls jemand mich falsch versteht. Ich bin ein Gemeindemann. Jeder Christ soll zu einer Gemeinde gehören. Und jeder Christ soll auch lernen, seine Leiter zu unterordnen. Ist das klar gekommen? Aber wer dich im Himmel bringt, ist nicht dein Pastor. Wer dich heilig machen wird, ist nicht dein Pastor. Nur Gott kann dich heilig machen. Nur Gott kann dich im Himmel bringen. Aber ich kann dir sagen, wenn Jesus Gestalt in dir nimmt, du wirst der beste Mitglied der Gemeinde sein. Mitglieder. Wenn Jesus Gestalt in dir nimmt, du wirst der Liebling der Pastors sein, wenn es sowas gibt. Halleluja. Ich hoffe, ich konnte etwas heute rüberbringen.